Tagebuch. Heute war wieder ein sehr durchwachsener Tag. Wir hatten Juni. Durchwachsener Monat, ne? Ja, stimmt. Ein durchwachsener Tag im Juni war es. Im Oktober. Genau, im Oktober, bei Juniwetter. Kalenderverwirrung auf allen Linien. Ich muss hier erstmal hier einschreiten. Guten Tag und willkommen bei dem lieben Legacy-Tagebuch Teil, ich glaube, 5 sind wir jetzt. Hier sprechen wir ja über unser Erlebnis durch die Pandemie Season 1 Welt mit, wen haben wir denn jetzt überhaupt dabei? Mich. Ja, Tag. Und wer ist noch dabei? Hi, ich auch. Die Ich. Hallo, hier ist der Ich-Podcast. Die 3 Fragezeichen sind hier. Nein, nein, Chris okay, ist hier. Okay, jetzt gibt es rechte Probleme. Chris ist hier. Hi, ich bin Chris, ja. Ja. Ja, Anja, du darfst dich jetzt auch noch vorstellen. Ja, genau, Anja ist auch hier, das bin ich. So, jetzt bist du dann Arne, stell dich vor. Stell dir vor, ja. Ja, ich bin Arne, mich kennt ihr vielleicht hier aus dem Bretterwisser-Podcast, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und wir haben ja diese lose Serie, wo wir halt durch diese, ja, uns durch die Pandemiewelt kämpfen. Ja, kämpfen ist ein gutes Wort. Ich hätte gerne Machete. Kriege ich zum Geburtstag? Wir haben, für das Spiel? Wir hatten jetzt eine kleinere Pause. Ich weiß auch nicht, hat sich jetzt irgendwie so ergeben. Wir haben Mitte August das letzte Mal gespielt. 19. August stand das letzte Mal da. Ja. Die Folge ging jetzt aber auch erst irgendwie Anfang Oktober online. Also das ist ja alles so ein bisschen zeitunkritisch, das passt schon. Aber lustigerweise haben wir uns heute Nachmittag zum Grillen verabredet, so was man so Mitte Oktober ja macht. Auf jeden Fall. Im T-Shirt. Also Chris sitzt hier noch im T-Shirt, es wird schon dunkel, es ist jetzt 6:30, um mal hier den ganzen Bogen. Also wir haben jetzt draußen gespielt, 2 Partien. Wir möchten aber noch irgendwie über eine Mai-Partie reden, die wir noch nicht verpodcastet hatten. Diese Mai-Partie blieb. Also wir hatten ja das letzte Mal hatten wir ja dann diese Straßensperren bekommen. Das war, glaube ich, im Mai neu mit einem neuen Charakter. Ja. Den der Chris ja spielen sollte und wir hatten den gar nicht so unter Kontrolle. Also nicht so. Das war so ein Militärcharakter, ne? Genau, das war irgendwie der General oder irgendwie sowas, der irgendwie die Straße. Der konnte durch die Straßensperren durch. Ja, richtig. Aber auch irgendwie zum Heilen brauchte der doppelt so viele Karten und wir hatten so das Gefühl, der war irgendwie nicht so hilfreich. Ja. Der hat eigentlich nur so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes vor sich hergegeistert, ne? Genau. Und wir hatten ihn halt dafür eingesetzt, halt diese Erloschenen, die jetzt ja unterwegs sind, einzufangen. Und ja, also diese Partie plätscherte irgendwie dahin und irgendwie war sie auch zu Ende. Ich weiß gar nicht, irgendein Stapel ist, glaube ich, leer gelaufen. Ja, auf jeden Fall. Genau, unser Stadtkartenstapel lief leer. Wir hatten alles relativ easy unter Kontrolle, aber wir sind nicht vorwärts gekommen. Nee. Ich wollte es gerade sagen, wir haben lange durchgehalten, ohne dass wir was getan haben. Es hat sich so festgelaufen irgendwie. Genau, es hatte sich irgendwie festgelaufen, es ist nichts irgendwie, also das war so eine... Löcherstoffen tot. Wie sagt man das beim Aktienmarkt, er bewegt sich seitwärts. Ach, okay. Okay. Also es geht einfach nur vorwärts, aber nicht nach oben oder nicht nach unten. Also es war relativ unspektakulär, die Partie. Und heute sind wir jetzt in den Juni gestartet. Dort haben wir... Na, wenn ich jetzt sage, wir haben 2 Partien gespielt, schon den Spoiler da drin. Ja. Das ist nicht so schlimm. Aber am Anfang dieser Juni-Partie. Kostet das halt voll aus. Am Anfang dieser Juni-Partie, genau, ja. Wir spielen am Ende 24 Partien. Ne? Eine Proberunde und dann geht's richtig los. Ich wollte sagen, das muss man auch. Dafür hat man bezahlt. Ja. Dafür habe ich bezahlt. Dafür bezahle ich jedes Mal, wenn wir das spielen. Ja, super. So könnte man das auch sehen. Ja. Nein, also. Bau dir noch einen Opfertisch. Es gab wieder neue Dinge. Es gab einen. Wie heißt das jetzt? Verstärkungen, die man sich in diesem Versorgungszentrum abholen kann? Die Ausrüstungsgegenstände. Ausrüstungsgegenstände, ja. So heißt es, Entschuldigung, ja. Und dort kann man sich über eine Aktion, über das Ausgeben einer Aktion eine Verstärkung auf eine seiner Handstadtkarten draufkleben. Die dienen dann so als kleine Subvention. Ja. Also diese Stadtkarte wird ein bisschen viel vielfältiger. Genau, es gibt man kann... Diese Verstärkung hießen sie, ne? Ja. Ausrüstungsgegenstände. Diese Ausrüstungsgegenstände gibt es halt in 2 Kategorien. Das heißt, sie sind auch nicht von jedem Charakter sofort nutzbar, sondern man muss halt gucken, ob das ein Militärcharakter ist oder ein Medizincharakter. Und da muss man jetzt halt, haben wir halt zugesehen, dass wir dort ein paar draufgekriegt haben während den Partien. Entschuldigung, ich musste gerade nachher ein paar draufgekriegt haben. Ja, das ist, ja, in der ersten Partie haben wir auch. Das ist eigentlich so das Motto dieses Podcasts, würde ich sagen. Jetzt gibt's was drauf. Ja. Und es gab noch einen neuen Charakter.
Ja. Nämlich den James Blond 006. Also man muss dazu erwähnen, Chris ist bei uns für die Namensauswahl zuständig. Ja, ja. Mr. Creative. Ich habe da schon... Er sieht so ein bisschen aus wie ein Pierce Brosnan auf Schlankheitsmachern. Und in angebräunt. Was kann denn dieser Charakter? Was ist es überhaupt für ein Charakter? Es ist ein Militärcharakter. Ein Soldat? Ein Soldat, genau. Der, was er nicht kann, ist Krankheiten heilen. Der kann nämlich das, also ich kann munter sammeln, ich habe den gespielt. So, ich habe munter Karten gesammelt, aber es bringt halt nichts. Das ging dann eigentlich ums Tauschen. Der hat nämlich so eine Beziehung aufgebaut, beziehungsweise eine, ist er Konkurrent. Eine Konkurrenz? Konkurrent genau. Zu... Betty Boop. Nein, Betty hieß sie? Betty. Nee, Betty Huber bin ich. Nee, Uschi Huber. Du bist Uschi, Huber. Genau. Betty. Zu unserer Forscherin. Nee, Wissenschaftlerin. Die hieß Betty. Die hieß einfach nur Betty. Ja, dann ist es Betty. Hört in der Folge rein, damit ihr wisst, wer es war. Ja. Betty und Uschi haben ja auch eine schöne Beziehung. Ja, die sind Busenfreundinnen. Die sind genau. Dann zu Buschi geworden. aber immer, wenn Christian so eine Karte benutzt, kann der andere Charakter die aufnehmen, wenn sie zwei andere Karten abgibt. Also das heißt, wir konnten relativ gut... Die Wissenschaftlerin. Ja, quasi über den Ablagestapel eine Karte weiterreichen, ohne als Aktion das werten zu lassen. Ja. Das ist gut. Das haben wir auch ein paar Mal benutzt. Ja. Das ging ganz gut. Was gut war, an dem Charakter, du hast dich ja gefragt, was der so kann. Der kann von den Geistern, also hier von den Erloschenen, kann der nicht angekratzt werden. Also der ist dann narbenfrei, was das angeht. Er ist halt gut muskelbepackt, ne? Genau, das heißt, wir haben ihn dann mit der Quarantäne-Spezialistin so ein bisschen in unserem erloschenen Gebiet eingesetzt, damit wir halt Quarantäneplättchen möglichst viele draufkriegen, damit wir die unter Kontrolle haben. Ja. In der ersten Partie war es auch so, dass diese Erloschenen wirklich sehr präsent waren. Also es waren wirklich viele. Ja. Und die anderen... Krankheiten, also die gelbe war fast gar nicht da. Nee. Sie ist auch relativ schnell ausgerottet gewesen, ne? Gelb hatten wir auch relativ schnell ausgerottet, ja, über Kerstin dann halt. Genau. Und Rot ging so? Rot war dann plötzlich in der Partie ein Problem geworden, wo du ja, Anja, dann noch ein bisschen eingeschritten hast und dadurch ist uns dann Blau um die Ohren geflogen. Genau, ich hatte Blau erst quasi fast weg und dann, als ich mich um Rot kümmern wollte, ist Blau von hinten angekommen und gesagt, ich hatte auch so den Eindruck, du bist dass weg. Wir... Geil. Ich hatte auch so den Eindruck, dass wir heute mit diesem Monat durchgespielt noch nie so viele Epidemien so schnell hintereinander hatten. Ja. Das war höchstens mal, dass wir so 3-4 hatten, aber wir sind ja von einer in die nächste reingesprungen. Das war ja das spektakulär. Das war irgendwie ja schlicht gemischt heute. Ja. Weiß gar nicht, wer den Stapel immer mischt. Das Kartenglück war uns halt nicht so. Hast du da irgendwie so ein Päckchen aufgemacht, da hast du nochmal 5 extra Epidemiekarten dazu bekommen oder so, was? Ne? Es wirkt sind so. Immer noch 5. Sei ehrlich. Aber wir hatten so das Gefühl, wir hatten dann halt eine Krankheit ausgerottet, wir hatten die Quarantäneplättchen relativ gut verteilt. Das ging ganz gut mit zwei Charakteren, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und plötzlich waren die blauen Klötze weg. Ja, aber ich hatte mit meinem Charakter, in der ersten Partie, wen hatte ich denn da? Nancy Murphy hatte ich. Die mit dem besseren Tauschen. Genau, die einfach tauschen kann ihre Karten ohne quasi in der, also die mit die vier nicht Karten braucht, nur, ne? Nee, dann die in der Stadt nicht stehen muss, sondern die nur mit einer anderen Person quasi zusammen irgendwo stehen muss und dann eine Karte tauschen darf. Also wir hatten uns die hat halt aber am Anfang überlegt, dass wir diese das Ziel der Militärbasen zu errichten. Da hatten wir eigentlich, glaube ich, so am Anfang schon... Es funktionierte nicht. Es funktionierte nicht, weil wir halt den Charakter auch nicht mitgenommen haben. Wir haben eine einzige Militärbasis gebaut. Eine einzige von ja, 6, die ja, aber da wäre halt dieser Bauspezialist halt besser gewesen. Aber den haben wir halt zu Hause gelassen. Das hat halt schon unseren Weg bestimmt durch den Monat. Wir hatten noch das Problem, dass wir in der ersten Partie, die wir ja dann kongenial verloren haben, zu viert auf dem bisschen Afrika und den ganzen europäisch-asiatischen Kontinent waren und Nordamerika blieb erstmal brach und plötzlich ging es da los und niemand kam da so schnell hin. Genau, weil wir haben ja das Problem, dass wir halt in einer der letzten Partien das Forschungszentrum in Atlanta verloren hatten, was uns, glaube ich, ziemlich gekniffen hat stellenweise. Da müssen wir nochmal eins hinbauen. Ich glaube, wir müssen dann irgendwie nochmal, also ich hätte da auch gerne in einer Partie eins errichtet noch, also wir haben halt keinen guten Zugang im Moment zu Nordamerika. Ja. Das ist schwierig. Vielleicht setzen wir da mal eins hin an die Grenze zwischen Nord- und Südamerika. Da wo, weißt du, unter Atlanta, wo es dann schon ins Gelbe geht. Weißt du, was ich meine? Ich habe die Geografie 5 minus. Ja. Aber das ist uns in einer letzten Partien in Rauch aufgegangen und es fehlt uns im Moment. Und das finde ich schon wieder irgendwie faszinierend, dass sich tatsächlich irgendwie Entscheidungen aus zwei Partien, drei Partien vorher noch nachziehen. Jetzt tatsächlich immer noch einen hinten kneifen können. So. Also
Das fand ich jetzt irgendwie schon cool. Also ich hab, ist glaub, total ich, cool. Ich habe einmal, glaube ich, auch während der Partie gesagt, wir müssen, da Atlanta, das nervt, dass wir da nicht so ohne weiteres hinkommen. Wir kommen immer irgendwie nur über irgendwie Asien da rein oder halt über Südamerika. Ja. Die Katze macht gerade komische Dinge im Garten. Oder durch Flug. Ja, oder durch Flug, was halt wieder Karten kostet. Ja. Aber ja, diese Partie, ich dachte, wir würden es schaffen. Wie hatten wir sie denn jetzt verloren? Was war nee, Blau war stimmt, keine, Blau keine kleine Plätzchen mehr. Es gab Boom, 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 fertig. Blau war relativ schnell dann irgendwie alle. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie. Ja, es ist dann uns. Es ist halt eigentlich ist es uns dann, glaube ich, in Europa wieder Paris, explodiert. Ich glaube, ne? Paris explodiert und dann hatten wir keine Plätzchen mehr. Ja. So. Gut. Also mussten wir nach einer. Wir sind den Zweiten Weltkrieg nachgestellt, ne? Mit Epidemien, Entschuldigung. Also mussten wir nach einer Kaffeepause. Das muss auf den Sonntag aber auch sein. Nach einer Kaffeekuchenpause mussten wir. Samstagabend kann dann gehen. haben wir tatsächlich noch die zweite Partie gestartet, die. Ich finde das gut übrigens, by the way, dass wir dann einfach monatsweise jetzt. Ja, das finde ich auch. Vielleicht sollten wir dann in der nächsten Folge einfach den Juli durchfrühstücken. Ja, das Ding ist halt, wenn wir natürlich den Juli beim ersten Mal gewinnen. Ja, dann ist es halt so. Aber ich würde immer pro Monat spielen. Ja, dann. Wir hätten einmal einen halben Monat, das war scheiße. Das ist wie so ein Schnitt, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie ja, nach so. Ja, das macht storymäßig natürlich schon Sinn, ja. Irgendwie das so. Vielleicht sollten wir dabei bleiben, ja, habt ihr recht. Ich bin ja auch gerne so storymäßig im Kopf, so ein bisschen strukturiert, was das angeht, so von wegen. Jetzt ist der Monat rum, jetzt gibt es eine neue Storyline, einen neuen Aufhänger, neue oder alte Subventionen. Wenn wir gut sind, geht ja eh was weg, dass man dann da so einen Cut hat. Und wenn wir tatsächlich dann noch hier zusammensitzen, haben wir das dann noch abgehakt quasi, ja, genau. Ne? So mal verarbeitet. Ja, finde ich auch. Find ich gut. Wenn wir uns dann im Dezember denn jetzt wieder treffen. Weihnachtsfolge. Oh yes. Schön. Gibt es wohl Glühwein? Oh. Ja, ich hoffe, da gibt es einen neuen Charakter, der heißt dann Santa Claus oder in der Klausine. Genau, also wir sind halt noch, wir sind tatsächlich in den 2. Juni also haben es nochmal versucht und ich fand diese Partie war extrem spannend. Ja, weil es unheimlich lange durchgehalten. Ne? An allen Ecken hat es gebrannt, an allen Ecken. Ja, es hat sich aber auch vorsichtig aufgebaut, das ging da nicht gleich bam los. Ja, ja. Also ging da ein bisschen bam und da ein bisschen bam und Anja da war dann schon wieder bam. Frustriert und nein. Der falschen Ort. Du hast wie ein anderes Ort. Genommen. Genau, ne? Ich hatte tatsächlich einen anderen Charakter und das hat stimmt, mir schon mal ein bisschen. Stimmt, du hattest dann ja den Sanitäter genommen. Genau, der, wie hieß er? Lasse Reinström. Der immer gleich alles auf einmal genau. Aber das hat auch ein bisschen, also es hat mir mehr Spaß gemacht mit dem Charakter tatsächlich, weil der zwar viele Narben schon hat und so, aber der kann halt einfach mehr. Man hatte irgendwie das Gefühl, man ist sinnvoller im Geschehen mit integriert. Das ist mein Lieblingscharakter. Ja, du hast ihn gut bearbeitet, Chris. Also ich habe ihn richtig gut hergerichtet. Ne? Der Charakterbogen ist jetzt vollgeklebt von ihm. Das finde ich halt auch irgendwie cool. Also der hat echt schon was einiges mitgemacht. Ja. Und, der hat sich seine Narben verdient. Eine Frage habe ich dann mal. Kerstins Charakter, den sie heute gespielt hat, die Betty, die ist hinten voll. Darf sie denn nicht mehr mitspielen? Wie hinten voll? Drauf? Nee, der gibt noch eine zweite Spalte. Ach so, okay. Also man schreibt ja am Ende der Partie okay. auf den Charakter. Ja, kommen die dann in Rente oder irgendwie, wie wird nein, das storytechnisch verarbeitet? Also. Da gibt es ein anderes Spiel, nennt sich Gloomhaven, da gehen dann Charaktere wirklich in Rente. Ach ja. Und sind dann raus aus dem Spannend. Und irgendwann gibt es dann noch Zombie Walk in Retirement Castle. Genau. Was mir so ein bisschen in dieser zweiten Partie irgendwie, was jetzt so langsam, ja, behindernd wird, werden diese Straßensperren, ne? Es gibt jetzt ja diese Straßensperren. Bei uns ist ja die schwarze genau, die Gruppe. Also mittendrin ist, die, ja. Der mittlere Osten. Und wir haben ihn jetzt, glaube ich, fast komplett abgeriegt. Nee, jetzt noch nicht, aber wir haben... Afrika ist ja dicht. Genau, also ja, wir sollten vielleicht nochmal sagen, was wir nach der ersten Partie gemacht haben, als Belohnung. Dadurch, dass wir sie ja nicht gewonnen haben, durften wir ja nur zwei dieser Belohnungen benutzen und haben uns halt dann die Ausrüstungsgegenstände auf die Karten geklebt, weil ich habe gesagt, die brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger und ja. Die sind dann halt dauerhaft erstmal da. Die haben total auch Sinn gemacht, die haben wir genutzt. Stellenweise haben wir, muss man ja auch. Ja, kann man aber manchmal nicht. Ja, das ist richtig, wenn du einen falschen Charakter hast, kannst du nicht. Wenn du an einem falschen Ort bist. Ja. Genau, aber diese Straßensperren, je mehr man natürlich auf diesen Plan legt, desto schwieriger wird das manövrieren da drum. Ja, man hatte das Gefühl, ihr irgendwie, hier Chris und wer war das? Kerstin? Nee, Chris und du, ne?
Ja. Ihr wart irgendwie die ganze Zeit in eurem kleinen Mittleren Osten da und der Rest ist so draußen rumgeschwirrt. Ja, so. Genau. Ich hatte mich halt dadurch, dass ich nicht angekratzt werden kann von den Verwirrten, von den, wie heißt das? Erloschenen. Von den Verwirrten. Das waren wir, das waren die wir. Erloschenen sitzen noch am Tisch. Von den Verirrten. So. Weil ich von denen nicht angekratzt werden kann, da habe ich da irgendwie rumgewirtschaftet, ja, und diese Aufgabe mit den 7 Quarantänefeldern versucht zu lösen. Was dann immer so ein, das hattest du übrigens auch dann mit den blauen Steinchen, mit dem Wegnehmen. Du machst irgendwo was hin, beziehungsweise weg, und hinter dir geht es dann gleich wieder los. Ich hatte ja dieses Sinnbild, das ist dieser Staubsauger, weißt du, quasi vorne, ja, drauf, ja, du saugst, genau, das weg und hinten, geht es wieder raus. Genau, toll. Während dir die Sachen immer wieder hingekommen, ja, sind mir immer die kantierende Plättchen verschwunden. Deswegen hattest du ja, Arne, du hast ja noch diesen Charakter gespielt, der quasi on the fly diese Quarantänefelder sonst wohin basteln kann. Eins, ja. Eins. Das WLAN-Quarantänefeld. Das WLAN-Quarantänefeld. Eine sehr schöne Sache. Wir haben uns hier unsere eigene kleine Nomenklatur hier zusammengestellt. Genau, also, aber halt das Manövrieren, wenn du halt mal raus musst, wird es halt schon schwieriger. Da musst du dann schon gucken. Und dann haben wir noch zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Stadt, Ho Chi Minh Stadt? Nee, Bangkok hat halt schon Stufe 4. Das genau, heißt, so wie London. London hat jetzt auch eine 4 London schon? War, glaube ich, auch 4, ne? Oh, wieder. London ist, stimmt, London hat jetzt 9 eine 4 gekriegt. Da ist es halt echt schon schwer reinzukommen, wenn du nicht die richtigen Karten hast. Das heißt, man muss halt mit diesen Straßensperren rummanövrieren. Ist Atlanta nicht auch auf 4? Nee, ich glaube, Atlanta ist noch auf 3. Ist doch 3, ne? Ja, die sind auf 3. Das war das Ding weggefackelt, aber es ist nur auf 3. Ja, es geht schon so langsam ordentlich los. Also das heißt, man hat halt immer mehr Probleme noch, um die man halt drumherum arbeiten muss. Man hat zwar auch viel mehr Möglichkeiten, also man kriegt halt viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, du musst halt das umgehen und dann dabei die neuen Möglichkeiten nutzen. Und ich hatte so das Gefühl, in der ersten Juni-Partie hatten wir diese mit diesen neuen Möglichkeiten. Da mussten, also das hatten wir im Mai zum Beispiel ja auch, dass wir erst so, wie nutzen wir jetzt überhaupt diese Straßensperren? Ja, man freut sich drauf und dann kriegt man es nicht genau hin. So, genau, oder, das dauert irgendwie, habe ich so das Gefühl, so 3-4 Partien tatsächlich oder so 3. Bis man so, ja, Straßensperren, jetzt achten wir jetzt auf diese Straßensperren. Das war damit, es ist ja auch noch nichts groß aus diesem Mittleren Osten rausgekommen. Also wir haben noch keine Stadt, glaube ich, verloren von einer anderen Farbe. Richtig, es ist nur schwarz vergeistert. Schwarz ist jetzt komplett vergeistert, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob uns das irgendwann nochmal kneifen wird. Ich meine, es gibt ja noch diese Stadt Moskau, die ja der Ursprung ist. Hm. Das wird wahrscheinlich storymäßig fehlt irgendwann nochmal. Der mal. Ursprung? Ja, genau. Die erste Stadt, die vergeistert, erloschen war, ja, hat einen Spezialaufkleber. Die hat nur einen Spezialaufkleber. Das ist ja noch nicht, stimmt, zum Tragen gekommen, was da passiert. Also, ja, das kriegen wir alles noch. Ich wollte gerade sagen, darüber möchte ich mir noch gar keine Gedanken machen. Noch mehr Probleme. Irgendwann sitze ich hier mit einer Wodkaflasche auf dem Tisch. Das passt zu Moskau. Dann kommt das Motto wieder zum Tragen. Ne? Wir kriegen einen drauf. Aber was ich auch irgendwie spannend finde, wir haben jetzt so viele Charaktere. Ich glaube, 8 oder so, ja, oder viele. 9. Du musst ja am Anfang echt überlegen, wen man mitnimmt. Ja, also wir haben die auf den Tisch gelegt, haben die alle auf den Tisch gelegt, so. Wen, ja, allem, als ob man weiß, was dann auf uns zukommen wird. Aber, ne? Genau, das ist tatsächlich das Einzige, wo ich bei dem Spiel wirklich halt oft begeistert bin, weil ich das einfach total spannend finde. Das ist wirklich so, wie, na, wen nehme ich heute mit in mein Team? Das ist so ein bisschen. Ja, das bestimmt aber das macht auch so Spaß. Blau oder die grüne Jacke an, ne? Yes, aber das ist einfach nice. Ja, am Anfang hast du halt du hast 5 aus 4 oder irgendwie sowas und jetzt hast du so viele Charaktere so. Ja, aber es ist. Nehmen wir den mit, der funktioniert mit dem, dann hat der aber noch eine Beziehung mit der, das heißt, die müsste auch mit. Das hängt aber jetzt mehr miteinander jetzt zusammen. Das macht keinen Sinn und das. Und trotzdem ist hat man aber auch immer so seinen Lieblingscharakter mit einer Lieblingsfähigkeit. Das ist einfach so. Und wir hatten tatsächlich dann aber ein ganz gutes Team zusammengestellt im Juni. Ja. Und weil auch wenn wir echt lange gebraucht haben, um unsere drei Aufgaben und die eine Zwangaufgabe zu erfüllen, das ist das, was du am Anfang meintest, Arne. Von wegen, es ist unheimlich spannend. Ja, wir hatten Infektionsrisikostufe auf vor Maximum, vor Todeskopf. Ich glaube auf 7, ja. Es war, ja, genau. Also der Zugstapel war am Anschlag. Also wir hatten alle 5 Epidemiekarten gezogen. Ja. Die das haben wir auch noch Ausbrüche geschafft. Waren am Anschlag und wir hatten jetzt noch 3 Stadtkarten übrig. Ja, zwei Zug später wären wir tot gewesen. Genau, und dann war Kerstin dran und sie hätte dann noch die letzte Stadt, also die letzte Krankheit heilen. Und das hat um dann. Ja, das hat uns aber tatsächlich gerettet, dass ich diese eine Subvention noch hatte mit dem, guckt die letzten 6 Karten an, damit man das vorsortieren kann mit, dass wir, okay, wir müssen noch 4 Karten ziehen, wir sortieren das vor, weil die anderen 2 hätten eventuell zum Ausbruch geführt, dann wären wir weg gewesen. Genau, dann hätten die Würfel wieder gefehlt, dann hätten wir so riesige Ketten. Also es lagen schon echt viele Würfel jetzt in der letzten Partie. So schwarz fast gar nicht, war so verteilt, aber alles drumherum so.
Okay, rot gelb. Hatten wir auch relativ viel, hatten wir ja, ja. ausgerottet, ja. aber dann gelb und gelb blau haben wir überhaupt nicht unter Kontrolle. Ja, also gelb war geheilt, gelb war richtig, und gelb kurz war vor der Ausrottung, und dann ging das überall die Brandherde dann wieder drei los. Drei da, so uff. Und das sind so, das war glaube ich im Februar auch mal so gewesen, Krankheit geheilt, und dann brach es hier wieder aus, und dann ging da eine Epidemie los und da, und du denkst, das gibt's doch nicht, die Krankheit ist doch geheilt, ja, ja. wir müssen doch mal unseren Arsch dahin bewegen und das da rausholen. Aber vier Züge sind auch echt schnell weg, also vier Züge sind schnell weg. Das ja. ist einfach scheiße. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Wir haben den Lasse heute das erste Mal richtig gespielt. Ach so, als die Krankheit ja. geheilt war, ne? Genau, ist eine Krankheit geheilt, dann hat dieser Sanitäter hat die Fähigkeit, er muss nur die Städte durchlaufen und dann sind die Würfe gleich weg. Das ist keine Aktion mehr. Ja. Und ich habe die immer als Aktion verstanden. Und dann habe ich die immer gespielt, rein in die Stadt, erste Aktion, ja, ja. alle Würfel auf einmal raus, zweite Aktion. Ich erstmal die Karte richtig durchlesen. Auch weißt du. Ich muss erstmal eine Frau unterstützen hier. Ach so, ist und sich um den Lasse kümmern. Mhm. Hm. Ja, ja. 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 Aber ich bin jetzt schon wieder echt so begeistert. Natürlich mit einer gewonnenen Partie blickt man leichter in den Juli rein. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr jetzt auch wieder Bock habt. Vielleicht schaffen wir es ja schneller. Ich hatte vorher auch welchen, also. Ja, aber am Anfang war so, okay, das ist jetzt schon wieder echt so ein paar Wochen her, okay, Aufbau. Das Reinkommen. Man liest das vor, das passiert, wenn man das und das macht, und bei mir war erstmal, dafür lohnt es sich tatsächlich erstmal eine Partie zu verkacken, und die zweite ist dann einfach, erstmal mehr drin. Das lohnt sich, ja. Sterben war nie so schön. Aber ich denke mal, wir kriegen das nächste Mal wieder früher hin. Wir haben jetzt ja den Plan mit den Monaten. Ja. Ach so. Sonst noch irgendwas? Sonst noch irgendwas aufgefallen irgendwie? Nö. Außer, dass du den Spielplan kaputt gemacht hast mit deinem Aufkleber Tourette heute. Das ist echt Ihr wolltet furchtbar. Mich noch unbedingt verarschen jetzt hier, habt ihr mir versprochen. Verarschen? Was? Ihr wolltet mich jetzt noch ein bisschen foppen. Habt ihr mir echt versprochen, und wäre ich jetzt ein bisschen traurig, wenn ihr das lasst. Wegen deinem Würfel? Nein, ich war derjenige, der die letzte Epidemie aufgedeckt hat, vor Ende. Kurz bevor wir dachten, das war's genau, dann. Und genau, und das Frustibär hat seine Karten weggeschmissen und sie flogen quasi unter das Spielplan. ja. Wir kamen nicht mehr dran. Wir kamen nicht mehr, die ist komplett einmal unter das ganze Spielfeld geflutscht. Mit seiner Partnerkarte. Essen war das? Essen? Genau, gut, dass du vorher nochmal angeguckt hattest und es gleich gespeichert hast, bevor du es nicht weggeschmissen hast. Ich wollte es nicht sehen. Ich wusste, das kommt. Ach, das war zu geil. Die Karte ist weg. Unter dem Spielplan. Ist genau, komm, das passiert, ist genau das passiert, was wir uns eigentlich alle gewünscht haben. Ne? Weg damit. Du kannst zaubern, du hast sie verschwunden. Ja, es war wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Also die letzte Partie war echt so, okay, wenn Anja das schafft, dann habe ich nochmal geguckt, wie viele Karten es sind. Waren noch fünf so. Okay, das darf nicht passieren, das muss gehen, dann schaffen wir es irgendwie. Und dann haben wir auch noch irgendwie, ja, mit diesem Abschmeißen, so Chris ist dann irgendwie einmal durch die Weltgeschichte gejettet, damit er die Karte ablegen kann, damit Kerstin den kriegt. Ja. Du kann Konkurrenz auch nochmal das Geschäft beleben, würde ich sagen. Konkurrenz. Nächstes kommt man mal rum, ne? Ja, so ja. Gut, also wir blicken in den Juli, wir haben ein bisschen Aufwind, haben einen kleinen Bonus uns ja ergattert. Ich glaube irgendwie 3 Straßensperren kostenlos oder irgendwas. Wir haben aber eine, glaube ich, genutzt und dann noch 2, was? Nee, also der Bonus für die nächste Partie. Vor der Partie kriegen wir noch einen Bonus. Ach so. Den Siegbonus kriegen wir ja nochmal. Kann man sich auf die zweite Jahreshälfte freuen? Oh Gott, das war erst Halbzeit? Das war Halbzeit. Juni, 6. Monat. Ja, ich freue mich natürlich total. Nur noch... Nochmal so viel. Ja. Achtung, Vorsicht, Sarkasmus. Also, eigentlich wäre es ein Viertel dann, ja. Wegen der zweiten Season? Demnächst dann bitte hier ein Newsfeed, wann die dritte Season irgendwann mal erscheint, damit wir dann von einem Drittel sprechen können oder ein Sechstel. Dieses Jahr noch nicht? Ich möchte von Season 2 noch gar nichts hören. Gilt tatsächlich als die bessere Partie sogar. Also, ja, jetzt, gut, naja, ist wie bei einer guten Fernsehserie, ne? Das findet sich dann. Ja. Ich sag dir nicht das Szenario der zweiten Season. Dann kommen Dinosaurier drin vor. Gar keinen Bock mehr. Oder Drachen. Oh, ja, gut. Egal. Gut, genau. Es wird jetzt, wahrscheinlich werde ich dann viel, viel mehr Bock drauf haben. Es wird jetzt chillig hier. Die Lichterkette ist auch schon angegangen. Oh, romantisch. Das letzte Mal hatten wir auch draußen gespielt. Nee, oder? Hatten wir. Doch, das war finster, war es dann irgendwann. Da war es in finster. Das war dann aber um 10. Jetzt ist es irgendwie kurz nach 7. Deswegen, wir sind noch kurz vor der Zeitumstellung. Also. Das letzte Mal, das vorletzte, naja, egal. Wir stellen jetzt die Uhr nochmal zurück. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß in der knappen halben Stunde mit uns.
ich denke mal, das ja, war ein cooler Juni, war ein schöner Oktobernachmittag. Ja. Definitiv. Und ich glaube, wir verabschieden uns, oder? Richtig. Das können wir machen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Du hast nichts mehr zu sagen, nein, dass ich das noch erleben. Oh. Anja, wir nehmen noch eine Kasse 4 auf jetzt. 13, nee. 13 nee. Lindor-Kugeln, nee, bitte. Nichts mehr zu sagen. Das ist 13 verschiedene Lindor-Kugeln. Lindor-Massaker Teil 2, demnächst bei Kasse 4. Oh, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Tschüss.